Ja, grüß Gott erstmal, meine Damen und Herren. Schön, dass ich eingeladen worden bin. Ich bin gern gekommen. Darf Ihnen die Grüße von Herrn Staatsminister Dr. Söder ausrichten, der, wie gesagt, mit der Asylthematik zurzeit doch sehr beschäftigt ist. Thema Digitalisierung, zu dem ich heute ein paar Dinge sagen möchte. Warum ist es eigentlich das Finanzministerium, bei dem dieses Thema angesiedelt ist? Nun, in Bayern ist der Finanzminister der IT-Beauftragte, also in der modernen Sprache wäre das eben der CIO. Der Staatsminister Dr. Söder ist der CIO des Freistaats Bayern. Wir sind zuständig, wie es gerade gesagt worden ist, für das Breitbandprogramm. Wir sind aber auch zuständig zum Beispiel für zwei große Rechenzentren, ein Rechenzentrum der Steuer, ein Rechenzentrum für die Verwaltung, das etwa 140.000 Arbeitsplätze betreut. Wir haben, vielleicht ist doch noch ein kleiner Schwenk zur Prozess, geht es nicht? Das brauche ich nicht. Da. Zur Prozessoptimierung. Wir haben vor einigen Jahren versucht, die Bezüge, Prozesse zu optimieren. Und jetzt haben wir halt den Prozess von SAP. Aber der ist nicht sehr viel anders, das kann ich Ihnen sagen, als der, als das früher gewesen ist. Wir haben 500.000 Abrechnungsfälle auf einem der europaweit größten SAP-Systeme. Wir schreiben derzeit gerade das Bayerische Kommunikationsnetz aus. Das Netz also, mit dem wir Telefonie, Datenverkehr und Mobilfunk ausgeschrieben haben, auch den Sicherheitsmobilfunk der Polizei. Aber was vielleicht dadurch ganz neu ist, wir haben da auch ein Los WLAN. Also wir wollen wirklich WLAN in die Kommunen bringen, sodass wir wenigstens an jeder Gemeinde einen frei zugänglichen, kostenlosen WLAN-Standort haben. Das ist eines der nächsten Punkte, die wir aufgreifen werden und wo wir versuchen, da etwas mehr Schwung zu bringen. Es ist ganz interessant im Übrigen, wir haben ja schon einige installiert, zum Beispiel in Berchtesgaden, wo dann der Bürgermeister sagt, Mensch, endlich sind die jungen Leute nicht irgendwo am Rand der Stadt, sondern die sitzen da bei mir vom Rathaus und ja, also, das machen wir dann. Das ist doch eine ganz nette Geschichte, wo wir sagen, okay, wenn es vor Ort was bringt, dann ist es gut. Was für uns wichtig ist, oder noch vielleicht ein Punkt, wir sind gerade dabei, das Bayerische E-Government-Gesetz zu verabschieden im Landtag. Dieses E-Government-Gesetz wird ein Recht für Bürger und Unternehmen kennen für einen elektronischen Zugang zur Verwaltung. Also das heißt, Verwaltungsvorgänge, die Sie brauchen, um einen Bauantrag zu stellen oder andere Dinge eben, sollen elektronisch vor sich gehen können. Wir werden dort auch ein elektronisches Bezahlverfahren verpflichtend machen für die Behörden. Die E-Rechnung wird eingeführt und wir wollen ein Authentifizierungsverfahren einführen, das auch Organisationszertifikate kennt. Bislang ist es ja so, dass wir mit dem neuen Personalausweis, der ist an Ihre Person gebunden, davon abgesehen, dass ihn andere europäische Mitbürger gar nicht haben. Wir wollen ein Authentifizierungsverfahren einführen, das auf dem ersten Zertifikat beruht, das wir bewusst von der Steuer weggenommen haben, ganz wichtig, das auf dem ersten Zertifikat basiert und das jedem die Möglichkeit gibt, sich bei uns zu authentifizieren, auch dem, der keinen Personalausweis hat. Das wird auch mit diesem E-Government-Gesetz kommen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, alles digital. Ich muss Ihnen das jetzt nicht noch einmal vortragen, was wir heute am Nachmittag schon gehört haben. Da gibt es die Stichworte E-Health, Smart Home, Telemedizin, E-Learning, autonomes Fahren. Das ist eines der Punkte, wo dann sowieso schon der Punkt erreicht ist. Wir brauchen massive, bandbreitige Kommunikationsmöglichkeiten, um die Massendaten, die dort erzeugt werden, überhaupt untereinander austauschen zu können. Ein Alltagsleben ohne Smartphones ist schon gar nicht mehr möglich und gar nicht mehr wegzudenken. Und Digitalisierung schlägt sich natürlich massiv in der Arbeitswelt nieder. Zum einen stellt sich die Frage, wie schaut der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Und umgekehrt, wie schaut eigentlich die Zukunft der Arbeitsplätze aus, wenn wir immer effizienter und immer rationeller mit unseren Verfahren umgehen? Also es ist alles eine ganz spannende Geschichte, vor der wir da stehen. Und ich glaube, die Diskussionen sind noch lange nicht abgeschlossen. Wenn man die positiven Aspekte sieht, dann denke ich, muss man auch mal die Gefahren etwas noch zumindest ansprechen. Wir haben das Safe Harbor Urteil der europäischen, des EuGH, wo der Datenschutz plötzlich wieder in den Fokus gerückt worden ist,
wo wir hinsichtlich des Datenaustausches mit den Amerikanern eine neue Situation haben. Sie alle wissen von dieser Sicherheitslücke im Bereich des autonomen Fahrens, wo man mit einem Laserpointer und einem Impulsgenerator für lächerliche 50 Euro einen, allerdings amerikanisches Auto, zum Bremsen und zum Ausweichen gezwungen hat von außen. Das sind halt Dinge, die einfach für uns zeigen, dass die Sicherheit ein ganz wesentlicher Punkt ist. Und da muss man jetzt ernst werden. Die Sicherheit im IT-Bereich des Staates ist schon noch einmal ganz was Besonderes. Wenn der CIO, der Münchner Rück, sagt, das Ansehen seines Unternehmens hängt ganz wesentlich davon ab, dass sich jeder, der bei ihm Kunde ist, 100% darauf verlassen kann, dass mit seinen Daten ordentlich umgegangen wird, dann gilt das für den Staat umso mehr. Wir haben etwa täglich 40.000 Angriffe auf unsere Systeme. Wir wehren 99% davon automatisch ab. Und das 1% müssen wir halt dann intern abfangen. Bisher ist es uns Gott sei Dank immer gelungen. Wir hatten damals vor dem Elmau-Gipfel große Sorge, dass da etwas passieren könnte. Ja, es ist weder beim Bund noch bei uns hier wirklich etwas Besonderes vorgefallen. Das Thema disruptive Technologien wurde angesprochen, das gehört sicherlich auch zu dem Thema Digitalisierung. Aber ich denke, insgesamt sind die Chancen, die wir durch die Digitalisierung haben, um ein Vielfaches größer. Und gerade wenn wir davon ausgehen, dass wir im demografischen Bereich möglicherweise Probleme haben werden, um unseren IT-Nachwuchs in ausreichender Menge zu bekommen, dann ist es doch ganz wichtig, dass wir hier auch das Rationalisierungspotenzial, das in der Digitalisierung liegt, nutzen. Vielleicht noch ein Wort, weil es heute früh gefallen ist, der Begriff fällt mir einfach, die hybride Kundschaft. Das ist für uns in der Verwaltung eine ganz massive Herausforderung. Wir werden über noch längere Zeit sowohl die Bürgerinnen und Bürger haben, die ihren Antrag halt analog stellen und darauf haben sie auch ein Anrecht. Und wir werden auf der anderen Seite die haben, die immer mehr digital mit dem Staat kommunizieren. Zum Thema Lehrer könnte ich noch sagen, aber also wir haben auf jeden Fall hier eine massive Geschichte, der wir Herr werden müssen. Und wir werden beide Seiten noch über längere Zeit definitiv bedienen müssen und das auch können. Ja, meine Damen und Herren, wenn man über Digitalisierung spricht, dann muss man natürlich die Grundlage einer Digitalisierung ganz vorne mit hinstellen. Das ist die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur. Und das ist eben eine breitbandige Kommunikation, wie wir sie heute brauchen. Das heißt, die 2 Megabit, die heute überall zu haben sind, die reichen natürlich schon lange nicht mehr. Die EU definiert als schnelles Internet 30 Megabit pro Sekunde. Wir wissen, dass wir eigentlich für die Unternehmen deutlich mehr brauchen. Dort werden 100 Megabit symmetrisch erwartet und wir wollen diesem Ansinnen nachkommen. Und jetzt spielt das Thema Heimatministerium natürlich schon eine große Rolle. Wir sind hier in München, da haben wir mittlerweile, glaube ich, 90% 50 Megabit Versorgung, aber am Land schaut es ganz anders aus. Das heißt, wir wollen, dass auch in den ländlichen Regionen eine Lebens- und Wirtschaftsstandorte erhalten werden, die Hochbitbandratig die Unternehmen auch versorgen. Das ist eigentlich unser Ziel. Warum? Weil wir es erreichen wollen, dass junge Familien dort bleiben können oder dort wieder hinziehen. Und wir wollen auch, dass die ältere Bevölkerung von solchen Entwicklungen, wie wir es in der Telemedizin haben, profitieren können. Das heißt, wir brauchen das Breitband auch im ländlichen Raum. Wir haben dieses Breitbandprogramm 2013 übernommen. Unser Ziel war, das Verfahren zu vereinfachen. Die Förderung wurde verdoppelt, die Beratung verbessert. Und das glaube ich schon sagen zu können, es gibt derzeit kein Bundesland, das hier besser aufgestellt ist als Bayern. Sie wissen, Herr Ministerpräsident Stoiber hat es ja heute früh gesagt, wir haben 1,5 Milliarden Euro mit diesem Programm unterlegt. Der Bund für die ganze Bundesrepublik 2,1 Milliarden Euro. Wir haben eine Förderung, die bis zu 90% Förderanteil geht. Beim Bund sind es 50 bis maximal 60%. Dass das Programm gut angenommen wird, sehen Sie daran, dass von den 2056 Kommunen 1878, also knapp 92% mittlerweile im Verfahren sind.
Und dass wir derzeit 454 Kommunen bereits mit Förderbescheiden versehen haben, mit einer Fördersumme von 190 Millionen Euro. Und es wurde mit 6.200 Beratungsgesprächen vor Ort auch entsprechend unterstützt. Der Punkt ist der, dass eigentlich noch viel mehr Geld zur Verfügung steht. Und das ist, ja, da kann man lachen, aber das ist der Punkt, dass unsere Bürgermeister doch eher sehr konservativ an die Sache herangegangen sind. Die haben gesagt, jetzt versorgen wir mal den Kern der Ortschaft. Und da hat man dann auf Kupfer gesetzt und hat dann versucht, dort wirklich die 50 Megabit unterzubringen. Wir sind jetzt an die Kommunen noch einmal herangetreten, sie sollen auch so viel wie möglich Glasfaser verbauen, damit wir dort auch wirklich das 1-Gigabit-Netz eines Tages realisieren können. Und das läuft gerade und läuft auch sehr, sehr gut. Wir haben gute Ergebnisse vorzuweisen. Ende 2013 war etwa die Hälfte der Bayern war möglich, ihnen war es möglich, 50 Megabit pro Sekunde zu haben. Mittlerweile sind es über 2/3. Und im ländlichen Raum hatten wir 16% der Haushalte, die 50 Megabit pro Sekunde buchen konnten. Mittlerweile sind es 1/3 der Haushalte, die das können. Und das, obwohl wir eigentlich heuer erst zu bauen anfangen. Gebaut wird seit, man kann sagen, seit März, April. Seit diesem Datum hört man, und das wird dann vielleicht auch der Herr Hasse von PwC bestätigen können, sind die Tiefbaufirmen alle nach Bayern unterwegs und bei uns wird gegraben und bei uns wird Breitband umgesetzt. Und das ist eigentlich auch ganz schön, weil man sieht, dass dieses Programm funktioniert. Zum Bund habe ich bereits was gesagt. Das Bundesprogramm ist vom Bundeskabinett vergangene Woche am Mittwoch verabschiedet worden. Wir werden versuchen, dieses Programm für unsere Kommunen gängig zu machen und müssen dann sehen, wie wir die beiden Programme miteinander verbinden. Ich denke, das wird uns gelingen. Ich glaube, noch einmal abschließend sagen zu können, bei der Breitbandversorgung sind wir mittlerweile auf einem guten Weg. Jetzt zu dem Thema ganz allgemein Bayern digital. Bayern ist ein Wirtschaftsstandort mit einer großen Wachstumsrate. Wir hatten von 2008 bis 2012 6% Wachstum. Wir haben etwa 650.000 Unternehmen in Bayern und wir können, glaube ich, schon darauf hinweisen, dass gerade der Großraum München einer der wirtschaftsstärksten Regionen in Europa ist. Was fällt mir jetzt auf oder womit kämpfen wir jetzt als Staat, weil wir glauben, dass da Dinge einfach noch verbesserungswürdig sind? Das ist zum einen die digitale Souveränität der Unternehmen, also diese Selbstständigkeit, diese Eigenständigkeit im unternehmerischen Bereich. Wir glauben, dass an der Stelle noch etwas getan werden kann. Und unsere Bitte ist, dass die Unternehmen digitale Technologien aktiv angehen und ihre Mitarbeiter entsprechend ausbilden und fördern. Nur dadurch ist die Wettbewerbsfähigkeit gesichert. Wir stellen fest, jetzt vielleicht eine Zahl, die mich schon etwas erschreckt hat, dass der Anteil der Personen, die das Internet und seine Dienste derzeit gar nicht oder nur sehr vorsichtig nutzen, liegt bei 65%. Das ist natürlich für so ein, ja, diese Zahl ist von 2013, aber trotzdem gehe ich davon aus, dass dieser nicht fürchterlich explodiert ist. Das ist für den Wirtschaftsstandort Bayern natürlich schon ein Punkt, wo wir sagen können, da müssten wir etwas tun und was kann man in dem Fall tun? Ich glaube, das ist wirklich zum einen die Medienbildung an der Schule, was wir vorhin gehört haben mit dem Begriff Digitalkunde. Das ist meines Erachtens wirklich wichtig, dass man schon in der Schule lernt, Chancen und Risiken der digitalen Welt abzuschätzen, mit ihnen umgehen zu können. Und das ist zum anderen lebenslanges Lernen und da wäre halt auch die Außenfortbildung in den Unternehmen in diesem Bereich Digitalisierung meines Erachtens ein wichtiger Gesichtspunkt. Was uns genauso herausfordert wie Sie, das ist mit Sicherheit der Fachkräftemangel, der für uns ein ungelöstes Problem darstellt, gerade in den technischen Fächern, also in den mathematischen, ingenieurtechnischen, informations- und kommunikationstechnologischen Fachrichtungen, haben wir ein Problem, ausreichend Nachwuchs zu bekommen. Der Verband Bayerischer Wirtschaft zum Beispiel prognostiziert, dass bundesweit bis 2020 rund 1,7 Millionen Fachkräfte fehlen werden. Das ist eine echte Herausforderung, denn Sie wollen ja weiterhin einen funktionierenden Staat und funktionierende Unternehmen. Wir müssen also schon versuchen, hier in diesem MINT-Bereich etwas zu tun. Der Freistaat hat das bereits
angepackt. Wir haben dieses Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz, sodass ausländische Verfahren, ausländische Berufsabschlüsse mit hiesigen gleichgestellt werden können. Und wir müssen natürlich auch etwas tun für die Menschen mit Migrationshintergrund, dass diese Leute bei uns den Arbeitsmarkt bereichern können. Es bleibt abzuwarten, inwieweit verschiedene Initiativen erfolgreich sein werden, gerade im MINT, im Ingenieurbereich, im IT-Bereich ist mir das wirklich ein großes Anliegen und wenn wir hier unterstützen können, dann wollen wir das gerne tun. Ja, meine Damen und Herren, ich wollte jetzt keinen fürchterlich langen Vortrag halten, also sind wir bitte nicht böse, wenn ich jetzt langsam aufhöre. Ich wollte jetzt auch nichts Negatives machen. Ich glaube, dass wir in Bayern exzellente Voraussetzungen haben, um die digitalen Herausforderungen zu meistern. Wir haben einen Standort mit fortschrittlichen, hochgradig angesehenen Technologieunternehmen, ob das jetzt Siemens, BMW, Audi oder wer auch immer ist. Wir haben einen hochinnovativen Dienstleistungsbereich, ich denke an die Versicherungen, an die Software- und Consulting-Unternehmen in Bayern. Wir haben exzellente Universitäten und Hochschulen und auch Schulen. Und wir haben einen innovativen Mittelstand und last but not least natürlich eine hoch engagierte Verwaltung, die versucht, das elektronische Angebot zusehends auszubauen. Vielen Dank für Ihr Interesse.